Und deswegen glaube ich, dass wir vor einer extrem zugespitzten gesellschaftlichen, nicht parteipolitischen Auseinandersetzung stehen. Und die lautet: Wollen wir eigentlich der Mehrheit der Bevölkerung jetzt mal zum Durchbruch verhelfen, die sagt, nie wieder dürfen wir mit unseren Steuergeldern für die Verluste und für die Schulden von Banken haften? Oder wollen wir so weitermachen? Da wird gesagt, könnt ihr nicht sparen? Ja, wir können sparen. Ich schlage zum Beispiel vor, 1,8 Milliarden Euro einzusparen, 1,8 Milliarden Euro für ein unsinniges Betreuungsgeld, 1,8 Milliarden Euro, das sind über 30.000 Kita-Plätze in diesem Lande. Und ich schlage vor, dass wir von den 2,5 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr ausgeben, um Löhne zu subventionieren durch Aufstockerei, dass wir davon auch den größten Teil sparen. Warum haben wir noch nicht endlich einen gesetzlichen Mindestlohn wie im Rest Europas? Ich bin dafür, dass nachdrücklich dafür gesorgt wird, dass Minijobs eingegrenzt werden und die Verlagerung in diese Jobs aufhört, weil das ist die programmierte Altersarmut, die da stattfindet. Und ich möchte auch, dass mit allem Nachdruck der neueste Ausweg zur Prekarisierung der Arbeit verlegt wird. Das ist die Flucht in die Werkverträge. Ja, wir sprechen über mehr Gerechtigkeit. Über mehr Gerechtigkeit, das heißt für mich, dass wir kein Gesundheitssystem akzeptieren dürfen, wo diejenigen, die 90% des Geldes ins Gesundheitssystem einbringen, wenn sie denn schwerer krank werden, gefragt werden und nach einem Facharzttermin fragen, als erstes nicht gefragt werden, wie ist die Diagnose, wie doll tut es denn weh, wie dringend ist es denn, sondern als erstes gefragt werden, wie sind Sie denn versichert. Ein Gesundheitssystem, wo die medizinische Leistung an den Status des Versicherten gebunden ist. Ein solches Gesundheitssystem ist ein Zweiklassensystem. Das müssen wir endlich zugunsten einer Bürgerversicherung überwinden. Ja? Und dann darf man auch nicht, wie es die Große Koalition getan hat, einfach das Renteneintrittsalter erhöhen, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie denn die Beschäftigung, und ich füge mit Blick auf den Bausektor ausdrücklich hinzu, ob denn überhaupt die Möglichkeit besteht, für Kolleginnen und Kollegen so lange zu arbeiten. Das sind ja nicht nur die Dachdecker, es ist auch nicht nur diese Branche, es ist übrigens auch die Erzieherin, es ist auch die Krankenpflegerin und die Alterspflegerin. Deswegen glaube ich, wir brauchen Regelungen, die klarstellen, dass in den Jobs, in den Berufen, in denen es nicht möglich ist, so lange zu arbeiten, man abschlagsfrei und vernünftig und ohne Grundsicherung in die Rente gehen kann. Und ich füge ein weiteres hinzu. Ein Modell, was 40 Jahre voraussetzt und gleichzeitig von den Menschen erwartet, dass sie möglicherweise in prekären Beschäftigungen, in Minijobs, sich zusätzlich auch noch privat versichern, nur damit man dann 10 Euro Lebensleistungsrente, so lautet das Etikett ja, bekommt. Ein solches System ist keine Vorsorge gegen Altersarmut. Wir schlagen was anderes vor. Wir schlagen vor, dass jeder Mensch, der 33 Jahre dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden hat, eine Garantierente kriegt ohne Bedürftigkeitsprüfung und oberhalb des Niveaus der Grundsicherung. Das muss die Mindestabsicherung sein für Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben und diesem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden haben.